Nehmen wir mal an, du möchtest ein altes Rennrad wieder aufbauen. Da hängt dein Herz dran, du möchtest aber auf den Komfort einer modernen Schaltung nicht verzichten. Da gibt es gar nicht mal so viele Möglichkeiten. Entweder du suchst dir irgendwelchen alten Kram über Kleinanzeigen gebraucht zusammen oder du findest im Internet noch solche SRAM Access Hebel mit Felgenbremsoptionen. Aber dann musst du dich auch in so ein komplettes Ökosystem einkaufen. Da gibt es jetzt aber eine Lösung, denn die Firma Wheeltop hat mich gefragt, ob ich mal deren Schaltung testen möchte. Klar, immer her damit. Das ist die EDS TX. Oh, jetzt habe ich die schöne Verpackung zerkratzt. EDS steht wahrscheinlich für Electric oder Electronic Derailleur System und TX für Tarmac irgendwas. Und was ja auch auffällt, es gibt einen QR-Code zu einer App und den nutzen wir jetzt erstmal. Ah, da ist sie ja. Wheeltop, ein Stern. Mal gucken. So, während diese App lädt, packen wir das mal weiter aus. Oh, ich glaube, das ist falsch. Ah, EDS-TX steht hier, das heißt, das ist oben. Wheeltop schön eingepackt. Die Verpackung wirkt hochwertig. Dann ist hier nochmal eine Folie. Auf Congratulations, you have now the EDS-TX, a smart wireless electronic transmission. Und dann ist hier alles nochmal schön fein säuberlich in Folie eingepackt. Wir haben erstmal ein Schaltwerk. Okay. Das wirkt ziemlich groß. Sieht so aus, als ob es eine große Kapazität hätte. Ist erstmal so ziemlich massiv in der Hand. Aber sieht ziemlich schick aus hier mit diesem Carbon, dem TX-Label nochmal und das hier unten. Scheint auch zumindest ja, Carbon, Nylon, Kunststoff, irgendwas in der Art zu sein. Die Feder ist ziemlich fest. Und hier ist dann ein Ladeport, denn wir haben hier eine fest verbaute Batterie. Oder einen fest verbauten Akku, der sitzt hier hinten drin. Ist nicht entnehmbar. Dann haben wir hier, auch etwas untypisch für mich, einen Umwerfer. Ja, ich fange wieder mit zweifach an, hauptsächlich wegen dieser Schaltung, aber ich habe auch noch ziemlich viel Material für zweifach und diese Schaltung hat auch etwas Besonderes noch an sich, gehe ich gleich noch drauf ein. Hier wiederum der Ladeport, Umwerfer halt, ne? War das wichtig? Ah, lass ich nochmal dran als Information. Und dann kommen wir jetzt ans Eingemachte. Hier sind die Shifter. Nummer 1. Also hier wiederum Carbonhebel. Was erstmal auffällt, hier an dem rechten Hebel, also dem für hinten, sind zwei Tasten. Die haben auch eine gute, also die kann man gut voneinander unterscheiden. Die eine Taste steht so ein bisschen weiter hervor und ist mit so einem, mit solchen punktförmigen Erhebungen ausgestattet und der andere Hebel, der ist weiter hinten und hat solche Riffel. Damit kann man hoch und runter schalten. Ich muss erstmal rausfinden, was für was ist. Und der linke Hebel, also für den Umwerfer, hat nur eine große Taste, weil da muss man tendenziell nur nach oben und wieder nach unten schalten. Ist also für ein Zweifachsystem vorne. Was haben wir noch drin? Einmal die Ladekabel und hier haben wir dann noch ein USB-A auf USB-C Adapter. Okay, das ist der Inhalt der Box. Soweit so schlüssig. Also die App sieht nur so ein bisschen nach Vorserie aus. Hier mit diesen Unterstrichen etc. Ich registriere mich einmal. Okay.
Login. Ah, okay. Wir wissen die ganze Zeit, wo du fährst. Wir wissen, wie oft du schaltest. Ja, alles klar. Okay, und auf Französisch sage ich dem jetzt auch nochmal gerne zu. Next Step. Nickname ist natürlich Radelbande. Hello Radelbande, welcome to Wheeltop. Add device. Erlauben. So, jetzt mal gucken. Shake the bike or press the button on your device to discover your pad. Jo. Device does not support. Devices, then tap to connect. Pairing. Pairing-Button gibt es ja auch nicht, so wie ich die sehe. Hier leuchtet es ein bisschen blau. Ah, guck an. Yep, Sharing Mode. Device can be found. Go name the device. Radelbande TX. Fertig. Sure. Oh, toll. Zu viele. Tixelmann. So. Ha, da haben wir es ja. Guck an. Jetzt sind alle Geräte an Bord. Das ging dann doch recht einfach, nachdem ich die Ladeprügel davon abgenommen habe. Wenn ich mehr Wheeltop-Schaltungen hätte, dann könnte ich die auch alle in dieser App verwalten. So, was mache ich jetzt? Was macht das? Achso, Connecting. Ah, okay. 80% geladen, 100% geladen. Und eine Besonderheit bei der Wheeltop TX-Schaltung ist, dass sie für verschiedene Kassetten verwendet werden kann. Wenn wir jetzt Replace Cassette eingeben, dann können wir hier sehen, Cassette Speed. Und wir können tatsächlich von 3 bis 14 Speed auswählen. Also, ich werde das mal ein bisschen ausprobieren, für welche Kassetten das tatsächlich geeignet ist. Ich wähle mal, was ist das Üblichste? Komm, ich wähle mal eine 10-Gang-Kassette aus. Dann wird das dafür eingestellt. Und ich brauche halt nicht eine neue Kassette kaufen. Ich brauche keine neue Kurbel kaufen. Ich brauche keine neue Kette. Sondern wenn ich eine 10-Gang-Schaltung habe, kann ich das für eine 10-Gang-Schaltung einstellen. Wenn ich aber auch eine 7-Gang-Schaltung habe, dann kann ich das für eine 7-Gang-Schaltung einstellen. So, und ich gucke mal, ob ich jetzt hier schalten kann. Ah, okay. Interessant. Also dieser Schalter hier unten, der lässt einen Gang leichter schalten und der Schalter hier oben einen Gang schwerer. Und der hat noch so einen weiteren Hebelweg als der andere Schalter und ist taktil echt unterschiedlich. Das gefällt mir echt gut. So, und zählen wir mal durch. So, wir sind jetzt im größten Gang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, klar, 6 Schaltvorgänge. Und wenn wir jetzt irgendwie das nochmal einstellen wollen, Cassette Speed auf 4 Gänge, sure. Okay, wir sind jetzt wieder im kleinsten Gang oder im schwersten Gang. Also das scheint nicht nur für die 7 bis 13 Gänge zu funktionieren, wie Wheeltop das bewirbt, sondern auch für deutlich ältere Systeme. Spannend. Und auch hier ist das jetzt so. Also ein Druck auf den Hebel sorgt dafür, dass sich das einmal ändert. Okay, damit haben wir erstmal genug herumgespielt. Gucken wir, was es noch gibt. Initial Calibration. Okay, der Hinweis ist natürlich auch gut. Ja, klar. Das
brauchen wir jetzt natürlich nicht machen, sondern erst, wenn das Ganze an dem Fahrrad ist. Usage Mode. Achso, man kann, ja, okay. Device shuts down. Achso, das kann man dann manuell ausschalten. Firmware Upgrade, After Sales Maintenance. Dann mal hier. Achso, falls mal irgendwas ist. Fault List. Okay, also man kann die Schaltung auch auslesen. Dann haben wir hier Variable Speed Mode, Gear Shift. Und da können wir jetzt selber mit dem Smartphone auch die Gänge durchschalten. Das ist ziemlich cool, tatsächlich, falls mal die Batterien hier in den Hebeln leer sein sollten, kann man das Handy auch einfach irgendwie vorne an den Lenker machen und dann so durchschalten. Und das geht auch bei dem Umwerfer vorne. Free-Setting. Hier kann man die Tastenbelegung ändern. Also wenn mir das irgendwie zu doof ist mit den einzelnen Tasten, kann ich das noch anpassen. Das finde ich auch ziemlich gut. Und hier lassen sich die einzelnen Gänge fein einstellen. Und warum jetzt hier bei dem Umwerfer 6 Gänge angezeigt werden, weiß ich nicht. Wird vielleicht nochmal dann spannend zu sehen, wenn das an einem Fahrrad verbaut ist. Aber hinten natürlich, okay, wie man das machen soll. Und dann kann man hier wahrscheinlich von der Nullstellung ausgehend eine gewisse Distanz zur Nullstellung einstellen. Okay, um dann die einzelnen Gänge fein einzustellen. Das sieht alles ziemlich komfortabel aus. Hier gibt es dann noch eine App, wo man so eine Art Tacho hat. Personal Information. Ja, das ist doch schon mal spannend. Okay, noch auch spannend. Guck mal hier auf den Umwerfer, während ich hier durch die Gänge gehe. Also der Umwerfer passt sich auch an den hinten gewählten Gang an, sodass die Kette möglichst nicht hier dran schleift. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Das gefällt mir ziemlich gut. Also auch die Gangwechselgeschwindigkeit. Die ist schnell genug. Ich bin mal gespannt, wie das dann nachher ist, wenn das tatsächlich am Fahrrad dran ist. Die Hoods fassen sich jetzt ziemlich gut an. Ich glaube, man hat einen ganz guten Griff. Die bewegen sich auch nicht auf dem eigentlichen Schaltbremshebel. Jetzt gibt es nur noch eine einzige Frage zu klären. An welches Rad soll ich die Wheeltop EDS TX dranbauen? An das Stevens S-Pin hier, das ich schon mal aufgebaut habe, dann aber wieder so ein bisschen vernachlässigt habe. Oder an das hier. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.